Die Liebe. Wenn samt von Rosenhügeln der Tag nach Westen schleicht, die Nacht mit Schlummernflügeln und Sternenkoch entweicht, will ich die Liebe singen auf der Torbe hier, mein Lockenhaar umschlingen mit süßen Myrten ihr. Und wenn von Morgensterne mir die Wonne niederblinkt und sich die heiteren Ferne mit Rosenkranz umschlingt, tön ich im kühlen Kluften auch meine Liebe Lied, um Tanz von Blumendüften, wenn alle Schlummer flieht. Nein, Süßeres als die Liebe empfand kein Sterblicher. Was hier bevor war trübe, wird durch sie lieblicher. So, ihr Lieben, das ist von einem ganz tollen Buch, Novalis Dichtungen. Dieses Buch habe ich von jemand ganz Besonderem bekommen und ich liebe es, daraus zu lesen. Das sind so tolle Gedichte. Und apropos Novalis, Rosen, habe ich euch heute was ganz Tolles mitgebracht, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ganz viele so Rosenartikel, die stelle ich euch gleich ganz in Ruhe vor. Nur mal nochmal, das sind keine Novalis-Rosen hier. Ich dachte nur, das passt ganz, ganz gut zusammen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was jeder von euch kennt, ist wahrscheinlich Rosenblätter. Hier haben wir einen ganz, ganz tollen Rosenblütentee, der beruhigt, der ist so intensiv im Geschmack, dass man wirklich, wirklich nicht so viel davon braucht. Einfach heißes Wasser aufkochen, Rosenblätter rein. Ihr könnt auch natürlich Teebeutel dafür nehmen. Die Rosenblätter könnt ihr auch so reintun. Und dann muss er nur ein paar Minuten ziehen, also wie ihr mögt, 5 bis 7 Minuten. Und dann habt ihr einen ganz, ganz tollen rosigen Geschmack, der beruhigt auch. Auch gerne zum Schlafen gehen. Diese Verpackung hier, die könnt ihr bei uns erwerben. Das sind ungefähr 30 Gramm, aber es ist super ergiebig. Also ihr könnt so viel Tee damit machen. Ja, probiert es einfach mal aus. Dann nehme ich mir hier mal den Rosenhonig raus. Honig kennt ihr alle. Schmeckt süß. Mit dem Rosengeschmack hat das auch noch mal einen leicht milderen Nachgeschmack. Die sind im Honig eingelegt, also bedeutet das einfach, dass ihr einfach einen richtig leckeren Honig mit so einem ganz, ganz leichten Rosengeschmack habt. Wer es mag, natürlich könnt ihr das auch ein bisschen zum Backen benutzen. Was ich gerne mache, ich mache das gerne mal ein bisschen im Teig rein oder halt auch aufs Brot schmieren, ganz normal zum Frühstück. Finde ich auch was ganz, ganz Besonderes, hält auch super lange. Also nur weil da Rosen drin sind oder so, heißt das nicht, dass der jetzt weniger haltbar ist. Schmeckt super, super lecker. Einfach auf Schwarzbrot oder, ne? Genau. Dann haben wir hier einen Rosensirup. Den könnt ihr einfach mit Mineralwasser verdünnen und so wie ihr mögt, natürlich ein bisschen intensiver. Dann müsst ihr ein bisschen mehr vom Sirup nehmen oder halt ein bisschen weniger, einfach, dass ihr diesen Geschmack habt. Was man da auch machen kann, man kann auch super tolle Cocktails damit machen. Ich hatte das mal gemacht, ich habe das so schön mit Mineralwasser verdünnt und dann habe ich auch zusätzlich noch Rosenblätter reingetan. Das sieht super, super aus, wenn vielleicht Gäste kommen, das macht schon was her und ist was ganz, ganz Besonderes. Was man auch gerne macht, man kann das auch ein bisschen in Sekt reinkippen und dann hat man da auch so ein bisschen Geschmack und man kann den sogar unverdünnt, vielleicht ein bisschen mit Olivenöl mischen und dann natürlich als Salatdressing benutzen, ist auch super lecker. Hat man die Rosenblüten und das Rosensirup im Salat drin. Als nächstes haben wir hier Hagebuttenpesto. Hagebutten kennt ja jeder und kann man auch ganz toll natürlich mit Pasta oder auch Gnocchi, Baguettebrot, geröstetes Brot und so weiter essen. Also auch so ein Aufstrich. Schmeckt auch super, super lecker. Als nächstes haben wir hier einen Rosenfruchtaufstrich. Nein, das sind nicht nur Rosen drin oder Hagebutten. Wie schon der Name sagt, das ist ein Fruchtaufstrich. Da sind verschiedene Beeren drin, wie auch Johannisbeere. Und da sind die Rosen ein bisschen mit drin verarbeitet, sodass es auch einen leichten Geschmack hat. Ein Aufstrich könnt ihr benutzen, einfach natürlich zum Brot schmieren oder mit was ihr auch Marmelade immer isst. Auch für Pfannkuchen ist es perfekt. Also mit Pfannkuchen habe ich das schon mal gegessen und das schmeckt super, super gut. Aber so wie ihr Marmelade verwendet, könnt ihr das genauso verwenden. Also es ist super, super lecker.
Als nächstes haben wir hier Birne-Rose-Fruchtaufstrich mit Zimt. Oh, das passt ja perfekt für die Jahreszeit. Zimt ist immer ganz, ganz super im Herbst und Winter. Birne, jeder kennt bestimmt ein bisschen Bärenkompott oder sowas. Ne? Und da ist auch noch mal Birne und Rose drin. Schmeckt auch super gut. Könnt ihr genauso verwenden wie die Marmelade. Auch natürlich mit Waffeln oder Pfannkuchen schmeckt das super gut. Ja, und dann mit Zimt. Also ich glaube, das eignet sich sehr gut zum Verschenken und auch für die Wintertage, dass man vielleicht das jemanden mitbringt. Ich bin, davon bin ich begeistert. Das gefällt mir für die Jahreszeit. Und zu guter Letzt haben wir hier den Rosenzucker. Den könnt ihr tatsächlich verwenden, so wie ihr normalen Zucker verwendet. Aber was ich immer sehr gerne damit mache, ist, wenn ihr zum Beispiel Waffeln macht, ist es super, super gut, die Waffeln damit zu bestreichen. Weil man macht ja manchmal so Zimt und Zucker auf die Waffeln oder auf die Pfannkuchen. Damit kann man das super, super gut machen. Oder auch zum Tee. Ich würde es ein bisschen schade finden, den Zucker einfach nur für Tee zu nehmen. Weil es ja schon was Besonderes ist. Es ist wirklich Rübenzucker und getrocknete Blätter, nichts weiter drin. Und es ist auch schon was Besonderes, finde ich. Aber ansonsten könnt ihr den so verwenden, wie ihr den mögt. Ja, perfekt zu Süßspeisen. So, ihr Lieben, und wenn ihr Lust habt, auch eure Salate, eure Süßspeisen, euer Tee und euer Brot zu verfeinern mit ganz, ganz tollen Rosenprodukten, dann könnt ihr die alle ganz einfach bei uns erwerben. Die Produkte verlinke ich euch hier unten. Und dann könnt ihr alles nachmachen. Und bitte, bitte verlinkt uns, wenn ihr irgendeine andere verrückte Kombi aus den Produkten erstellt habt. Super, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.